Herzlich willkommen zu One Piece Pirate Fighters 4. Wir sind bei Dressrosa stehen geblieben. In der neuen Welt. Und da machen wir auch weiter. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Fujitora folgt uns. Und wir müssen gegen ihn kämpfen, wahrscheinlich. Die Strohpiraten werden belagert. Die Stille wird von Fujitora unterbrochen, der gekommen ist, um Ruffy und seine Crew zu vernichten. Seine Freunde ziehen sich zurück, doch Ruffy handelt aus unbekannter Zeit. Gründen allein. Unbekannten Gründen allein. So. Ja, schauen wir mal, wenn wir zur Auswahl haben. Ja, gut. Ich nehme Monkey Ruffy. Ja, Leute. Wir kennen die Ladebildschirm von One Piece Pirate Warriors 4. Es dauert immer ein Stück, bis es geladen hat. Ist schon ziemlich lange her, wo ich zuletzt gespielt habe, muss ich sagen. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das geht. Also eine Woche ist mindestens her, glaube ich. Seit dem letzten Let's Play von dieser One Piece.国を救った重傷の海賊。こいつを果たして敵とみなすか。この国では英雄とみのがすか。麦わらたちの命運は、お天道様に決めてもらいや、サイコロ振って1以外が出るよ。すぐにでも麦わらとローの首を取りに行きやす。さも、もう行っちまったのか。もっと話したかったな。 何？根性の分かりじゃねえ。旅を続けてるや。きっと。そういや、今日町へ行ったら、レベッカの親父がどこぞの王子だっていう噂で持ちきりだったな。なんだそれ？変な話だ。レベッカの父ちゃんは兵隊の幼なのに。その噂は私が流したんだ。え？ 私のような育ちが劣悪な人間は本来王族と結ばれていい身分で。いいわけねえよ。レベッカはそれ知ってんのかよ。ああ、手紙が渡っているはずだ。レベッカには長い間苦しい思いをさせてしまった。それにレベッカはまだ子供だ。一時の劇場で将来の幸せを。 Mitfühlsam mit der Soldat. Wir stecken in Schwierigkeiten. Luffy-senpai, Diese Stimme ist so genial. Purer Euphemismus. So. Richtig geile Stimme. Japanisch. お前いいのかよ、兵隊のこと。もう会わねえ気だぞ。ルーシー、私お手紙もらったの。兵隊さんが一生懸命私を遠ざけようとしてるんだ。どうして？ひどいこと言ったから？私と暮らすの嫌なのかな？知るか？お前が考えろ。俺はこれでいいのか聞きに来ただけだ。 Okay, jetzt geht's los, Leute. Entkunft von Dressrosa. So, Wachstumskarte.
Sieben Höhen. Angriffsverstärkung, oh, das ist sehr wichtig. Verteidigung ist auch wichtig, aber das können wir nur einmal machen. Das können wir zweimal machen. Naja, für den Rest haben wir, glaube ich, nicht genügend Ressourcen. Ne, haben wir nicht. Angriff verstärken und dann noch Angriff verstärken für Y. Hartnäckigkeit. Mal cool ist. Mal gucken, wie viele aussehen. Okay, setzen wir die Segel. Oh, jetzt haben wir die Schusswaffen. Elefante ran. Die Fähigkeiten haben sich verändert zum letzten Mal. Nicht alle, aber ein paar. Ich habe gar kein Leben verloren. Sehr schön. Bebeko. Och, wie süß sie ist. Da fließen die Tränen. Schön. Helfen wir mal Cavendish. Ritter Hawk. Ja, Leute. Geht ab. Oh, der hat mich getroffen. Erster Treffer bis jetzt. Ja, wenn man nicht gegen Kaido kämpft oder so, ist es natürlich ein bisschen einfacher. So, nächstes Gebiet, Robert. Ja,
Ich muss Cola suchen. So, fast keine Soldaten übrig. So, jetzt kommt der Anführer. Ein weiteres Gebiet, Robert. Die Pistole geht auch ab. So, dieses Gebiet ist auch erobert. So, mal schauen. Kolosseumsgebiet. So. So, der Anführer ist wieder da. Nehmen wir ihn so schnell wie es geht. So, dieses Gebiet wurde auch erobert. Richtig coole Musik. So, dieses Gebiet gehört auch uns. Hier kommt man gar nicht hoch. Toll. Dann muss ich hier entlang. Ich schätze, dass dieser rote Punkt ist aufleuchtet auf der Karte. Das ist die Vorräte sind der Gegner, die wir zerstören müssen. Der lebt noch. Okay, go!
Hätte ich jetzt nicht gewartet, dass man runterspringen kann. So, also es liegt Kontakt und er ist schon tot. Vorräte zerstört. So, ich das Gebiet erobern, was meint ihr? Es gibt schon das Lebenstag. Ich will schon das Gebiet ganz kurz erobern. Na gut, ich dachte, Cavendish ist jetzt wieder erobern. Weil es sind nicht genügend Marinesoldaten da, um es schnell zu erobern. So, jetzt holen wir die Vorräte. Das Spiel erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Wie lange müssen wir noch um die Vorräte kämpfen? Ich glaub's ja nicht. Ja, Moment, da ist noch einer. Okay, jetzt müssen wir da lang. Ja, Leute, die Kommandanten auch ausgeschaltet. Jetzt geht's natürlich zur Sache. Wir wollen ganz kurz die Vorräte zerstören.
Ja, es entwickelt sich alles so, wie es sein soll. So wie Trafalgar Lord meint. Wo sind sie? Da drüben. Der nächste Unvorrede ist zerstört. これでしばらくは大丈夫だろう。海軍の動きも鈍くなっているはずだ。この間な。行くか。 東の港か。足も急いで向かいやすかね。 Ich wusste gar nicht, dass ich so sprinten kann. Ich bin jetzt. Der läuft. Also. Guckt, Leute, so ist normales Tempo und so läuft der schneller. Das habe ich erst nach. Wie viele Folgen auch immer herausgefunden. Hat einen anderen Angriff gemacht. Okay. Erledigen wir zuerst mal den, der hinten ist. Fujitora hat uns getroffen. Yeah, besiegt. So, jetzt noch die letzten. Okay, vorletzten. Die vorletzten zwei. Auf geht's. Nein, die kommt man gar nicht entlang. Wie nervig. Scheiße. Hier kommen wir nicht durch. Ich muss wieder einen Weg suchen. Hier müssen wir lang. Jetzt wird natürlich das Hindernis zerstört. Zoro, fehl dich nicht. Der hat ja einen Drang, sich zu fehlen.
Was für ein Unsinn. Eine unsichtbare Wand ist hier. Ja, Leute. Komisch, dass man nicht drüber gehen kann. Fujitora geht voll steil irgendwie. Er bombardiert uns die ganze Zeit. So, endlich sind wir alle angekommen. Wo ist denn sein Schiff? Ich bin hier, bist du blind oder was? Admiral des Marinehauptquartiers Fujitora. Wir laufen nicht von dir weg, selbst wenn du ein General bist. Ein Admiral. Wir sind stärker als er. Wir werden immer stärker sein als er. Weil wir einen Elefantengang haben. Und hier Rette Hawk. Okay, das war daneben. Aber jetzt. Schon wieder daneben. Ah, ich habe ihn aber aufgehalten mit Gegenangriff. Fujitora frisst das. Kurz Leben, also Panzer verstärken. Hier, frisst das. Oh, der hat mir Schaden zugeteilt. Aber nicht viel. Ist irgendwie episch gegen einen Admiral, dass wir uns stellen können, dass wir stark genug sind, einen Admiral zu besiegen. Und der angebliche Spruch von Raffi: Ich werde nicht fliehen vor dir. Lass uns kämpfen. Richtig episch, Leute. Boah, heftig. Jetzt geht er ordentlich ab. Selbst wenn er liegt, kommen Meteoriten runtergefallen. Okay, bevor er jetzt irgendwas anderes macht, das uns gefährlich werden könnte, killen wir ihn am besten. Let her how! Ja, also der hat schon was drauf. Wie soll es auch anders sein? Wir haben sie gerettet, alle. So wie in Marineford wollten auch alle Raffi helfen. Wieso lässt sich geblendet haben, wenn er blind ist? Die Sackschalen der Gefolgschaft. Haben wir freigeschaltet? Mal schauen, ob Outro kommt. Der Flamingo haben wir freigeschaltet.
Ich glaube, jetzt kommt kein Outro mehr. Ja, Leute. Ne, kommt keins mehr. Mal schauen, was da als nächstes kommt. Volkirk Island Arc. Dort, wo Big Bomb herrscht. Und das machen wir auch in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Tschüss.